Jetzt spiel doch hier nicht den Helden, Isaac. Oha. Bam! Du Schweine, zieh du Mist, siehst du! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Scheiße! Ah. Geh drauf! Nee, renn, 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 Isaac! Nein! Oh fuck! Jetzt hoffe ich, wir starten nicht beim Speicherpunkt neu. Alter, wie krass war das gerade? Oha! Wo sind wir jetzt hier nochmal genau? Isaac, Isaac, okay. Sie sind hinter uns her. Das geht ja noch. Wer denn? Wer ist hinter uns her? Ah, ich kann nicht mit Leertaste springen. Das ist so ein bisschen behindert. Womit kann ich hier springen? Ich weiß es gerade noch nicht. Sprinten geht auf jeden Fall hier mit. Wir verpassen den Typen wahrscheinlich so oder so. Wahrscheinlich ist es unschaffbar. Weil jetzt könnten wir ja wohl noch darunter durchrutschen. Ah ja. So, bereiten wir uns lieber mal vor. Knarre ist nachgeladen. Ihre Scheißroute war falsch, da ist eine Sicherheitsabregelung. Sie sollten sich beeilen, wir könnten sie verpassen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Gut, mal sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Da geht's nach oben. Fuck, fuck! Fuck you! Scheiße, renn, Isaac, renn, 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 renn! Fuck you, ey, was war das denn? Krass, scheiße! Boah! Ist das krass, das Spiel. Alter. Das hält mein Herz nicht aus. Ich brauch dringend das Medipack hier. Und ganz schnell rein damit. Wenn hier noch eins haben, minder. Ja, boah. Boah. Dana? Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac. Wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen. Kite-Man ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Beton umkreist. Scheiße! Kite-Man stört mein Gedrang! Scheiße, Mann. Wir brauchen die auf jeden Fall, diese junge Frau, die uns hier rausbringen soll. Uns geht das doch tierisch in die Hose. Egal, ob unser Isaac schon mal aus der Ishimura entkommen konnte. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Aktion gerade war haarscharf. Ich dachte auf jeden Fall, ich würde hier ins Gras beißen, aber gerade noch so ging das Ganze mal gut. Hier gibt es übrigens Handschuhe. Dann muss man die Viecher nicht unbedingt beim Zerstückeln anfassen. Unser Isaac stört das offensichtlich wenig. Er hat auch schon komplett die ganze Hose und Butz voller Blut. Ah, und das Hemd natürlich. So, und wir gehen jetzt auch mal weiter. Gibt es hier eine neue Route? Ja, darunter. Das war natürlich auch mega mies hier, weil ich da auch gelatscht bin. Dann kamen die natürlich auch von hinten und von vorne. Es war äußerst unangenehm. Junge, 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 Junge. Gesucht. Isaac Clarke und Nolan Stross. Flüchtige von Ersko. Psychopathisch gefährlich eingestuft. Nicht nähern, sofort Aufenthaltsort melden. Ja, das war doch der Nolan Stross, den wir da auch gesehen haben. Gerade der entkommen konnte und wir blieben zurück. Ein Energieknoten, wofür der auch immer ist, das werden wir sicherlich bald noch erfahren. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Es kommt mir zwar bekannt vor aus dem ersten Teil, aber ich habe es einfach nicht mehr in Erinnerung. Hier die Assistenzärzte. Ah.
Die hätten wohl jetzt Dienst gehabt. Naja, wir gehen mal weiter. Behandlungsraums 1 frei, 2 besetzt. Besetzt? Die Behandlungsräume sind besetzt. Ich glaube nicht, dass da drin noch wer lebt. Speichern wir mal ganz fix. Ich will speichern. Danke. Ah, nehmen wir einfach einen neuen Punkt hier. Dann fangen wir wieder von oben an. Wenn wir damit durch sind. B01 offline belegt, belegt. Gucken wir nochmal hier hinten weiter. Ne, da geht's auch. Da gibt's auch, glaube ich, gar nicht viel. So, dann gehen wir hier raus. Zum Triage-Raum. Was für eine Maschine? Erstmal alles clearen hier, bevor wir hier irgendwas aktivieren. Alles klar. Langsam Maus. Hä? Falsch rum oder was? Ah, jetzt verstehe ich's. So, das hätten wir. Ziele und drücke C. Ah. Stasis-Anzeige lädt sich nach und nach wieder auf. Stays. Okay. Drücke C. Alles klar. Dann können wir so ein bisschen die Zeit stoppen, offensichtlich. Motorsteuerung des Sicherheitstors. Wir öffnen das Sicherheitstor mal und laden zur Sicherheit auch mal nach. Uiuiui, hä? Da geht's auf einmal wieder zu. Es will mich nicht durchlassen. Ah, hier ist eine Stay-Station. Jetzt haben wir das wieder aufgeladen. Ah, wahrscheinlich müssen wir das mit Stays stoppen. Ja, genau so läuft's. Erledigt. Das hätten wir. Oh, da geht's weiter. Da kotzt doch schon irgendwer wen aus. So. Dass die auch immer noch weiterlaufen, obwohl die schon den Kopf abgeschossen haben. Ja, jetzt aber. Ah, da ist noch einer. Oh, diese Penner. Ich glaube, in dem Spiel ist auch das sicherste. Die Beine sind. Und dann können die nicht mehr laufen. Dann kann man die doch abknallen hier. Die fetten Viecher. Diese schweinischen Ekelkreaturen. Bah. Bah. Ist ja widerlich. Das matchen wir auch. Wir könnten auf jeden Fall genügend Healthpacks und alles gebrauchen. Wir nehmen alles, was es gibt, mit. So. Da hinten raschelt doch auch irgendwas. Oha. Aufzug zur Patientenbehandlung. Ich glaube, da ist irgendwas im Aufzugsschacht. Ich hab's in der Pisse.
Aufzug ist gerufen, der müsste jetzt jeden Moment kommen. Ey, bin ich zu langsam reingelatscht oder was? Aufzug, Aufzug. Okay, rein hier, gucken. Aufzug aktivieren. Schon wieder das Licht ausgefallen. Alter, was ist denn jetzt los? Hallo? Counseling Services. Oha. Hier 50% auf Blumen. Super für den Valentinstag geschenkt zum Beispiel. Tolles Angebot hier. Ich nehme mir einfach welche mit. Ich glaube, das interessiert keinen. Jungs. Pam. Ach cool, die zerplatzen richtig. Das ist ja geil gemacht. Muss ich ja mal sagen. Ein Textlog. Drücke Tab, um es zu lesen. Chairman Donovan, hier spricht Dr. Brooks. Ich habe es schon oft gesagt, werde aber nicht müde, es zu wiederholen. Mir missfällt diese Heimlichtuerei um die neuen Labore, die in der Psychiatrie eingerichtet wurden. Sie sind jetzt 3 Jahre dort und wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Eine solche Geheimhaltung ist in einer offenen, freien Gesellschaft fehl am Platz. Ihre Netzwerke sind so gut abgeschirmt, dass wir, mal den Arm wegpacken hier, lieber Isaac, nicht mal wissen, ob sie welche haben, geschweige denn nachsehen können, ob direkt vor unseren Nasen etwas Unethisches geschieht. Wenn wir nicht bald Informationen erhalten, werde ich zu Tideman gehen und auf eine, wo sind wir dann, auf eine formelle Prüfung der Angelegenheit bestehen. Brooks Ende. Energieknoten. Nehmen wir mit. Da ist auch noch irgendwas, was wir aufmachen können. I don't want to die. I don't want to die. Hab leider den Track gehört. Ah, hier, Männerklo. Vielleicht sitzt da ja noch wer. Kann man nicht reingehen. Isolierungsraum ist verschlossen. Und dieser ist auch verschlossen. Sei doch nicht so verschlossen. Der Heart-to-Heart-Gift-Shop. Ach, das geht mir richtig ans Herz. Gibt auch schöne Postkarten aus der Hölle. Und mal Plasma-Energie mitnehmen. Oh, da stand ich direkt neben der Tür, haben die mal mitgeöffnet. Was sind echt diese Dinger hier? Kann man hier irgendwie so Feueralarm oder sowas aktivieren? Mal gegenschießen? Nein, richtig nicht. Weiter geht es. Oh! Scheiße! Ich glaube, hier sollten wir schleunigst wieder verschwinden. Da muss mir auch mal wer sagen, Dankeschön. Boah, krass, Hüllenbruch korrigiert. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie was mit Stays machen oder Stase. Wie das auch immer heißen soll, hier damit. Oh, jetzt haben wir die verschwendet auch noch, ich Idiot. Können wir bestimmt gut gebrauchen nachher noch. Speichern ist eine gute Idee. Hier ist auch ein Shop. Ach so, dafür haben wir die ganzen Credits gesammelt. Gucken wir gleich mal rein. Oh, krass. Du Mistvieh, ey. Dafür ist aber mindestens 600 Credits dabei, hoffe ich für dich. Ah, Plasma-Energie. Oh, in Ordnung. Was ist hier drin? Das sieht mir noch so eine Art Safe aus. Fuck. Energieknoten.